Und du? Elfenpfeile. Und du? Palmerohr. Und das. Ach, ein Fackelwürmchen hat er auch gesammelt. Ach, hier haben wir sogar nochmal Mondsteinerz. Nee, also, das ist halt so ein bisschen der Nachteil, dass es eben so viele Let's Player gibt, da geht man ganz schnell unter. Und ich bin ehrlich der Meinung, ich habe schon mehrere Let's Player gesehen mit weit über 3, 4, 500 Abonnenten und ich habe mir deren Let's Plays angeguckt und das war echt Grotte. Da kann ich nicht verstehen, wie die 300 oder 400 Abonnenten bekommen können. Aber Geschmäcker sind eben verschieden. Wenn man es eben mag, dass man in einem Let's Play rumfurzt oder rumrülpst, dann muss man sowas eben abonnieren. So. Vulkanglasbogen klingt schon mal ziemlich gut. Elfenbogen hat 46 Schaden. Ach, wir haben sogar einen Vulkanglasbogen. Schade. Aber die geben natürlich auch viel Geld, ne? Geld haben wir sowieso genug. Na, lass mal. Wir müssen unseren übrigens noch verzaubern. Den haben wir noch gar nicht verzaubert. Das müssen wir auf jeden Fall mal machen. Und speichern wir nochmal ab. Machen wir es so. Oder nee, machen wir so. Okay, jetzt kommen wieder welche. Na. So, jetzt hier von zwei Seiten. Na, gib doch auf. Wow. Okay, ich gebe auf. Lasst mich in Ruhe. Der hat auch eine beschworene Waffe. Wow. Brauche Heilung. Oh Mann, der hält uns aber hier gut auf den Trab. Wo ist denn hier unser Kollege? Hat der den schon umgebracht? Neue Stufe. Hier, weg mit dir, du Blödmann. Frag mich nur, warum wir auf einmal so schnell Mana regeneriert haben. Das war auf jeden Fall mega cool. Und dann wollen wir doch mal hier unsere neue Stufe machen. Ich bin mal wieder für Magicka, denn wir brauchen momentan so viel, da wir so viele Zauber einsetzen. Gehen jetzt mal in die Beschwörungsmaterie. Und ich glaube, wir haben ja diese Lehrlingsbeschwörung, dann kostet die nicht mehr so viel Mana. So. Ne? Jetzt dürfte die nicht mehr so viel Mana kosten. Ja, das sieht man doch schon. Das sieht mir doch schon besser aus. So. Und dann geht's jetzt weiter. Zack. Speichern. Haben ja wieder ein bisschen was hier bekämpft. Wissenschaftler, da liegt schon wieder einer. Tot auf dem Boden. Die scheinen echt nicht sehr gut gewesen zu sein. Käse. Was will ich denn jetzt hier mit Käse? Oh, hier sieht es mir aus, als wenn hier noch mehr Falme auf uns warten würden. Oder auch nicht. Nur wieder Wissenschaftler. Das. Steinhuscherei. Drosselei. Aber keine Truhe, schade. Oh, hier ist noch was. Ne, ist nur so ein Durchguck. Ist auch nichts. Okay, hier ist nichts mehr. Dann gehen wir jetzt einfach ganz normal den Weg hier rauf. So. Upsa. Speicher nochmal. Ich speichere jetzt mal ein bisschen öfter, weil... Ah, man weiß ja nie. So. Dich bearbeiten wir jetzt hier auch mit der Zweihandwaffe. Denn irgendwann müssten wir ja... So viel kann ich dich dann doch nicht mit der Zweihandwaffe bearbeiten. Aber Momentchen. So, da haben wir sie nämlich schon wieder. Ha, Beschwörung verbessert. So sieht's nämlich aus. Und zweihändig haben wir auch verbessert. Das heißt, wir machen jetzt noch ein bisschen mehr Schaden. Man merkt zwar nicht sofort, aber... Jetzt können wir auf jeden Fall öfter wechseln. Dadurch, dass wir jetzt nicht mehr so viel Magicka dafür brauchen. Können wir öfter da hin und her wechseln. Gibt uns natürlich die Möglichkeit, uns auch zwischendurch mal schnell zu heilen und wieder auf die Waffe zu switchen.
Was ja auch sehr wichtig ist. Und da liegt doch schon wieder was. Da hinten ist auch schon wieder was. Da ist eine Truhe. Da gehen wir also auf jeden Fall rein. Ich glaube, ich hatte da hinten auch irgendwo einen gesehen. Okay, da hat er uns auch gesehen. Zack. Und du kriegst jetzt hier... Ja. Schnell mal eben heilen. Ja, geh ruhig weg. Dann können wir nämlich in Ruhe uns hochheilen und wieder unsere Waffe holen. Ha! Einmal zurückgeschlagen. Und jetzt gibt's hier einen von oben. Verdammt. Da hat er uns ausgetrickst, der Sack. Warum komme ich denn hier nicht mehr? Ach, wir sind hier... Na, sieh mal einer an. Komm her. Komm her. Ha, da haben wir ihn aus der Verteidigung gelockt und zweihändig wieder verbessert. Und jetzt gibt's hier Beinbrechen und Gedärme rausfetzen. So. Falmaohr. Ein Heiltrank. Ah, da musste ich gerade mal kurz mich räuspern. Es tut mir leid. Da habe ich mich nämlich leicht verschluckt. Und dann musste ich halt sehen, dass es dann irgendwie nicht so passiert. Das kennt ihr ja auch. Okay, gucken wir mal. Da ist schon mal nichts. Das ist schon wieder Meister. Die Türen und so, die sind hier immer arg verschlossen. Ah, hier war, glaube ich... Ja, da haben wir es auch schon. Und Schlossknacken verbessert. War hier gerade irgendwas? Nö. Zimmerschlüssel von Sulft. War doch cool, dass wir das gemacht haben. Die Wartezeit zwischen Schreien vermindert sich um 20%. Oha. Was bist du? Ein Skelett. Und was hast du da für ein Buch? Der Mond Lorkan. Bringt aber nichts. Schade. Aber die Wartezeit zwischen Schreien 20%. Da muss man mal gucken, ob sich das... nicht eventuell lohnt. Nam nam nam. Bekleidung. Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Da. Amulett von Talos. Was haben wir denn da momentan drin? Was war denn jetzt weg? Ach, ich glaube, wir hatten doch dieses... Gaulus Amulett ist auch noch drin. Können wir die beide tragen? Na, gucke mal. Das haben wir zusätzlich angezogen. Das ist doch geil. Oder meine ich das gerade nur? Nee, wir haben das zusätzlich angezogen. Amulett von Talos. Aber warum können wir das denn... Aha. Ist das jetzt ein Fehler oder können wir das wirklich machen? Naja, ich meine, jetzt ist ja beides angeblich an. Also Gaulus Amulett, dann verschwindet das, aber wenn ich das jetzt drauf drücke, dann haben wir beides an. Wenn es ein Fehler ist, ist es ein lustiger Fehler. So, und hier können wir wieder Mondsteinerz abbauen. Auch geil war mal ein Let's Player, der hatte während seiner Aufnahme angefangen zu essen und man kann jetzt natürlich denken, ja, ist doch nicht schlimm, wenn man es nicht hört, aber es waren Chips und da könnt ihr euch jetzt mal überlegen, was das bedeutet. Genau. Wenn ihr mich fragt, wer das war, kann ich euch gar nicht mehr sagen. Ich kann euch immer nur sagen, dass ich gucke ja auch mal so zwischendurch immer mal so auf irgendwelche Schlagargumente. Wenn ich meine eigene Let's Play zum Beispiel nochmal durchgucke, was da so passiert ist. Einfach nochmal um zu schauen. Ach, hier ist schon wieder. Oh. Tja, leicht daneben gesegelt, mein Lieber. Zack. Und jetzt gibt es eine Links-Rechts-Kombination. Ja, auf jeden Fall achte ich ja auch mal so auf Schlagwörter oder auf Vorschläge, die YouTube einem ja immer mal wieder gibt. Wow. Du Sau.
So, jetzt kann ich aber hier weiterkämpfen. Na komm. Mal gucken, wer eher stirbt hier. Zwei nicht wieder verbessert. Ja, verloren, mein Freund. So, aber jetzt müssen wir uns eben mal heilen. Mal gucken, ob uns das was gebracht hat. Bin ich ja jetzt mal gespannt. Dwergenhelm. Dwemer Kreisel. Ist auf jeden Fall nur der Kreisel. Da fehlt dieses Ding, was wir noch drin gefunden hatten. Dwemer Platte. Ein Steinbett. Okay. Aber wirklich was drin ist ja hier jetzt nicht. Außer man braucht diese ganzen Dwemer Kreisel Gedöns. Ja, oder eben ein Bett. Naja, wenn man das irgendwie gebrauchen kann später. Ach, hier ist eine Truhe. Guck mal. Ich bin da nicht gesehen. Ja, dann... Na toll. Mega gute Truhe. Hat sich ja richtig gelohnt. Dann können wir hier auf jeden Fall nochmal rein. Ist ja nicht ganz so schlecht. Ach, lass mal auf, ja. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich dran war beim Erzählen. Genau, wenn ihr mich fragt, wer genau das war, dann kann ich das euch auch nicht mehr sagen, weil ich achte auch immer so rechts an der Seite, sind immer diese vorgeschlagenen Sachen von YouTube, und wenn da mal so verschiedene Leute drin sind, dann guckt man da ja auch immer mal rein. Und da sind ja nicht immer nur hier sowas wie Gronkh und Sarraza und Co., sondern da sind ja dann auch mal so unbekannte Vorschläge. So, jetzt hier aber, ihr dämlichen Schleicher. Na, kommt. Ach, du mit deinem scheiß Schild. Uah. Nein. Ach, verdammt. Jetzt habe ich es gerade... Ich wollte gerade Q drücken, um hier so ein Heilding einzusetzen. Das war zu spät. Verdammt. Naja. Machen wir es eben schnell nochmal. Ich habe ja, glaube ich, kurz vorher... Jawohl. Noch gespeichert gehabt. So, kommt her. Komme euch auch entgegen. Uah, warum gehe ich denn jetzt immer zur Seite? Was ist das denn? Na kommt. Ihr kriegt hier Links-Rechts-Kombination. Ja, ich aber auch. Ah, der hat mich eingefroren, der Sack. Ja, ja. Blitzt du dich ruhig rum. Ich gehe ja schon. Beschwörung verbessert. Genauso wie wir es haben wollten. Nee, ich will jetzt aber nicht nochmal sterben. Haha, schließen einfach mal die Türe. Ach scheiße, ich könnte die Türen öffnen. Ich dachte, jetzt wäre ich euch einen Schritt voraus, Jungs. So, der erste ist platt. Der zweite braucht noch ein bisschen. Und dann haben wir wieder zweihändig verbessert. Also das Punkten geht gerade ziemlich schnell. Aber ist ja logisch, wenn wir das hier die ganze Zeit benutzen jetzt. So, und jetzt können wir hier nochmal kämpfen. Der ist aber hier stärker, der Typ. So, jetzt hier noch ein bisschen mit Zerstörungszaubern gearbeitet. Und paff, haben wir ihn auch erledigt. Geht wesentlich schneller, aber wir wollen ja ein bisschen skillen. Da muss man dann eben mal in Kauf nehmen, dass man hier so ein bisschen mehr verbraucht. Aber das versteht sich ja auch von selbst. Und ich denke mal, das stört euch nicht. Oder ich hoffe mal, dass es euch nicht stört. Ich dachte halt, es wäre mal eine schöne Abwechslung. Da mir ja auch mehrmals gesagt wurde, ich soll ja auch mal auf die Beschwörungszauber zurückgreifen. Die seien ziemlich gut. Und ich habe mich ja, glaube ich, bis jetzt immer an eure Angaben gehalten, was ich denn so machen soll. Und wenn euch das so ein bisschen langweilig wird, müsst ihr ja einfach nur Bescheid sagen. Ja, hier, mach doch mal dies und dies, oder kümmere dich mal lieber wieder um die Main Quest. Dann mache ich das ja meistens auch. Ist zwar immer ein bisschen verspätet. Uch, jetzt habe ich hier irgendwas durch die Gegend geschossen. Ist zwar immer etwas verspätet, aber das liegt ja daran, weil ich ja immer so ein bisschen Aufnahmen... Diesmal habe ich nicht die Falle gesehen. Dass ich die Aufnahmen ja auch immer dementsprechend gestalten muss. Der macht mehr Schaden, der Typ. So, jetzt im Vorwärtsmarsch.
Nein, jetzt hat er uns. Verdammt, ich wollte gerade zurückgehen, den Schritt. Da habe ich gemerkt, oh, das war nicht so gut. Ja, können wir aber anders lösen. Wir holen uns einfach unseren Begleiter. So, kein Problem. So, lösen wir das Ganze doch auf diese Art und Weise. Speichern nochmal schnell und jetzt geht's hier aber rein. Wo ist denn jetzt unser Begleiter? Was ist das denn jetzt hier schon wieder für eine Kacke? Kämpf doch mit, du Sau! Wozu haben wir dich denn? Schon kaputt? Oh Gott, der macht aber echt Schaden. Na komm. Ja, der macht Schaden. Das ist nicht nett. Dann pusten wir dich eben weg. Wie gewohnt. So. Boah, der hat uns aber am Ende nochmal eingegeben hier, wa? Mann, 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 Mann. So manche Viecher, die machen ja echt schon Schaden. So. Jetzt also wieder hier rein. Zwergenspinne hat wieder ein bisschen Öl. Die hat auch ein bisschen Öl. Da ist wieder so ein Kreisel. Ach, ein Heiltrank. Wieder diese Balken, Schalen und sämtliche Sachen, die schwerer sind als diese Drachenknochen und Co. Was liegt denn da unten? Ach, das sieht wieder nur so ein Stück Metall aus. Aber ich guck lieber mal. Ja, ist zwar nur eine Metallplatte, aber gucken kostet ja nichts. Hinterher ist es doch wieder was Wichtiges gewesen und dann haben wir es nicht mitgenommen. Ist mir ja schon mehr als einmal passiert jetzt. Warum ist denn die Tür wieder zu? So, ich speichere übrigens nochmal ab. Und da oben sieht es mir so aus, als wenn da die Tür wäre, jawohl, wo man einen neuen Abschnitt betritt. Und dann wollen wir mal ins Aedrom oder Aedrom. Bin mal gespannt. Ja, es sieht schon mal so aus wie vorher. Ach, da oben ist wieder jemand, über dem wir nochmal eine Seele bekommen können.